Hallo meine Lieben, wir sind zurück bei Emil. Ja, ich nehme diese Folge gleich nach der nächsten auf und in der letzten Folge waren die ja hier im Wellnesscenter in Windenburg und da sind sie immer noch. Emil lässt sich von Orchideenfuchs oder hat sich von Orchideenfuchs durchkneten lassen und die liebe Greta hat sich nun doch entschlossen, dass sie hier in die Sauna geht. Jawohl. Und dann würde ich sagen, wir starten. Wir schauen mal wieder nach Emil. Er ist angespannt. Warum bist du angespannt? Er lässt sich immer noch durchkneten. Braucht Vergnügen. Ich dachte, das bereitet dir Vergnügen, Süßer. Anscheinend nicht. Schade. Ich habe echt gedacht, das gefällt dir, wenn wir hier ins Fitnessstudio gehen, ins Wellnesscenter gehen. Aber irgendwie. Ilona Schröder. Okay. Irgendwie gefällt es dir gar nicht. Dann magst du dich vielleicht mit Lesen kurz vergnügen. Wieso trägst du hier drin einen Schirm? Ernsthaft? Ah, da regnet es durch. Das ist ja blöd. Ich glaube, da sollte ich mal noch so ein Glasteil draufsetzen. Wie so ein Glasdach, oder? Oder von Solani solche Glasplatten. Weil, wenn es da durchregnet und die da mit dem Schirm dann hochlaufen, ist das nicht so toll. So. Jetzt habe ich gedacht, ihm macht es Spaß, wenn er hier, bisschen sich durchkneten lässt, aber irgendwie gar nicht. Ja, so kann man sich irren. Greta sitzt noch und genießt. Oh Gott, schaut euch das an. Das ist eine Genießerin hier. Ja, das gefällt ihr. Ja, hallo Emil. Jetzt ist er auch da. Das ist ja klasse. Endlich. Vielleicht macht ihm das Spaß. Mit Greta zusammen. Was? Wellness ist Quark, Entspannung, Selbstfürsorge und Balance. All das fühlt sich für Rasmus irgendwie nicht richtig an. Soll er zugeben, dass er ein bisschen Chaos bevorzugt und Wellness nicht mag? Naja, dann gib's zu. Ist zwar blöd, dass du hier schaffst, aber vielleicht suchst du dir ja einen anderen Job. Jetzt scheint's ihm gut zu gehen. Wollt ihr vielleicht ein Techtelmechtel in der Nähe? Techtelmechtel mit Greta. Habt ihr Lust? Ja? Huhu. Komm, das gibt Spaß, wenn ihr hier techtelt. Und wir sehen schon wieder nichts. Oh Mann. Ich finde es schade, dass man da nie was sieht. Nur die Herzchen. So was. Da hat's aber geknallt. Ja. So, fertig. Oh Gott, wir müssen nach Hause, Leute. Wir müssen ganz dringend nach Hause. Es ist schon sehr spät. So, Flotti Karotti jetzt aber schlafen hier. Zumindest mal so ein kleines bisschen. Los, Abmarsch. Ach, du grüne Neune, der hat Hunger. Der hat Hunger. Nimm dir mal kurz einen Apfel mit und eine
Banane, das muss fürs Erste reichen, bis du wieder kommst. Denn du musst gleich los. Kochbanane essen, Apfel essen. So. Und los. Naja, dann isst den Apfel nicht. Banane stopft auch ein bisschen. Greta, pieseln. Frühstück servieren. Sie könnten mal noch ein bisschen was kochen. Obstsalat. Ja, ein Obstsalat kann sie kochen. Emil, wir müssen mal nach dir gucken hier. Und zwar heute. Dann musst du vielleicht Notizen machen. Ja. Greta will nichts essen. Du sollst doch einen. Na, dann machst du jetzt Eier mit Toast. Ach je. Ach je. Müller. Und zur Andockstation zurückbringen. Kein Wunder, das funktioniert auch nicht, weil sie muss jetzt zur Arbeit gehen. Auch ohne zu essen. Die Arme. Oh, die kommt zurück und ist fast verhungert. Oh nee. So war das nicht gedacht. Emil ist da und Emil muss auch gleich wieder los. Viel Spaß. Und auch hier wieder Notizen machen. Jawohl. Emil, könntest du das mal hier zur Andockstation zurückbringen? Genau. Und dann vielleicht Brunch servieren. Wir gucken mal, was es jetzt hier gibt. Eier und Toast. Okay, dann ist dein Spinatbutter da. Wenn du meinst. Oh, wir haben nichts mehr zu erledigen. Echt, wir müssen keine Hausarbeit machen. Wieso müssen wir keine Hausarbeit machen? Wir haben echt Zeit. Wir haben Zeit. Ich fasse es nicht. Er hat die Präsentation gemacht. Er hat die Abschlussprüfung eingereicht. Das heißt, wir haben morgen und wir müssen keine Hausaufgaben machen. Echt nicht? Wir haben Zeit. Oh, wie nice. Dann kannst du hier ein bisschen verbessern, bis Greta kommt. Ja. Die Dinge müssen wir auch noch verbessern. Ja. Diese automatische Bewässerungsanlage machen wir auf alle Fälle. Auf jeden Fall bei allen. Ja. Ja, immer diese Verbesserungen. Aber wer das Ecopack anhat, der weiß genau, dass man das braucht. Greta hat aufgrund herausragender Arbeit, oh, stopp. Arbeitsleistung als Kundendienstmitarbeiterin eine Gehaltserhöhung bekommen. Sie verdient jetzt 10 Simoleons pro Stunde mehr, also insgesamt 98 Simoleons pro Stunde. Wow, Greta. Ina war da, macht Studium. Vielleicht freundlich nach Karriere fragen. Komm, unterhalte ich mal mit Ina. Die ist auch immer überall und nirgends und nie bei ihrem Kind, was sehr seltsam ist. Aber die kennen sich auch schon. Ja, naja, Professorin ist sie. Okay. Ja, nein, wir geben dir keinen Wohnungsschlüssel, bestimmt nicht, sonst stehst du ständig da. Nein, 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 nein. Fesselnde Geschichte und dann, tun wir mal so, Arveni Zongso.
Können wir auf Wiedersehen sagen? Genau, und dann sag auf Wiedersehen. Wir tun jetzt mal so, wenn sie sagt, hey, Ina, geh doch mal lieber zu deinem Kind heim. Kümmere dich um ihn und streu noch nicht immer in der Gegend rum. Dein Sohn braucht dich. So. Ja, jetzt geht sie. Also wir haben jetzt mal so getan, als ob wir das gesagt hätten. So, du wirst jetzt noch mal alles ernten. Da ich dich ständig beim Joggen erwisch, liebe Sandra, würde ich sagen, dass du Fitness magst. Ja. Und den Honig verkaufen wir. So. Ja, du musst los. Würde ich auch so sagen. Geh nach Hause, kümmere dich um deinen Sohn. Meine Güte. Und er muss schon wieder kieseln. Echt, wie oft müssen die denn aufs Klo? So. Jetzt machen wir das nochmal. Wir müssen das schon erledigen. Echt jetzt? Ich dachte, du funktionierst hier. Du putsch auch nicht, wenn du nicht willst, ne? Blödes Ding. Jetzt haben wir hier so... Ne, wollen wir auch schon wieder. Liebe Greta. Komm, dreht mal drauf. Das sieht ja eigentlich schon süß aus, ne? So eine Wollmaus hier. Jawohl. Oh, jetzt hat es dich aber erschrocken. So, ups. Ja. Ich überspringe jetzt mal das Ganze hier mit dem Verbessern, weil das wird sonst zu langweilig, wenn ihr das alles angucken müsst. So. Nächster Tag. Sie haben geschlafen. Ihnen geht's gut. Ich habe alles aufgefüllt schon. Und sie kocht gerade. Wann muss Emi los? 9.30 Uhr. Na, dann gucken wir doch mal. Ob er das noch hinkriegt, so das Letzte, was er jetzt noch verbessern wird. Wie gesagt, Hausaufgaben haben wir geguckt, hatte er keine. Ihr seht's, muss nichts machen. Ja, und es ist schon wieder so komisches Wetter. Schon wieder bewölkt und es wird kühl und es ist einfach nur nervig hier mit diesem Wetter. Und wir haben schon wieder so ein Staubi. Warum denn eigentlich? Warum gehst du nie von alleine los? Verbessern. Ja, das müssen wir auch noch machen. Den verbessern. Aber vielleicht nicht jetzt dann. Ich hoffe, er schafft es, dass er das fertig kriegt. Nein. Nein. Lass ihn mal nach Wertsachen suchen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass die Wollmaus hier was sucht. Oh, Tuning-Teil erhalten. Okay. Mit Staubfüttern. Soll man die Wollmaus da lassen? Ich weiß es nicht. Ich finde das schon ganz schön eklig, wenn ich ehrlich bin. Der Unterricht von Emil beginnt in etwa einer Stunde. Naja. War das 9.30 Uhr oder 9 Uhr? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, ich könnte es mir einfach nicht merken. 9.30 Uhr. Aber Greta muss jetzt dann gleich los. Okay, vielleicht auch nicht mehr mit dem Kuss hauchen, weil sie muss jetzt los. Tschüssi, Greta. Viel Spaß bei der Arbeit. Und was hat er jetzt für ein Problem gehabt? Weglegen.
Und du kannst die mal mit Staub füttern, das reicht vielleicht gerade noch. Froschön. Dann lassen wir sie halt mal da, die Wollmaus. Ja, wir werden sehen, ob wir uns mit der Wollmaus anfreunden können, wie oder was oder auch nicht. Emil besucht eine Vorlesung. Das heißt, Abschlussprüfung machen. Wir müssen wieder aktiv zuhören. Ja, ich bin so gespannt, ob er das wirklich schaffen wird. Und Leo ruft an. Müssen wir gleich nochmal gehen? Nein. Fragt sich, ob ich zum Rüberkommen und abhängen möchte. Nein, es geht nicht. Sag, Dad, ich muss unbedingt hier noch lernen. Also während Emil jetzt bei der Vorlesung war, ist diese Kleine hier zigmal hier vorbeigelaufen. Wirklich die ganze Zeit. Müsstest du eigentlich nicht um die Uhrzeit in der Schule sein? Mal ganz ehrlich. Oh, Emil, kriegst du das hin? Oh ja, und unsere Sachen wachsen und gedeihen und ich bin so happy, dass das hier funktioniert. Manchmal habe ich nämlich den Bug, dass ich, wenn ich Pflanzen einpflanze, dass da nichts wächst. Die sind dann gewachsen und es hängt nie was dran. Aber hier scheint es schon ganz gut zu sein. Oh, der Schaum, das auch. Wahnsinn. Wahnsinn, das funktioniert ja. Emi, könntest du mal vielleicht ein bisschen schneller hier machen? Jetzt ist die schon wieder da. Gibt's doch nicht. Geh nach Hause zu deinem Kind und steh nicht ständig bei uns vor der Tür. Das ist eine nervige. Greta, kannst du hier auch schon verbessern? Dann verbessere mal das. Emi muss dann sowieso wieder zur Vorlesung nachher und. Ja, du kommst jetzt bestimmt nicht hin, oder du winkst jetzt bestimmt ab, oder geht es trotzdem? Oh, er kann es trotzdem machen, den Mülllärm. Das ist ja klasse. Schaffst du das? In weniger als einer Stunde? Ah, ich befürchte nicht. Sie kann einfach noch nichts. Sie will immer nur Fernseher gucken. Was soll das? Mach mal hier jetzt. Eigentlich muss das Emil machen, weil Emil derjenige ist, der noch dieses mit Vermögen braucht. Was braucht sie eigentlich? Was eine Freundin der Welt sich 10 Sims vorstellen. Oh Gott. Oh Gott, können wir uns mal der Postbotin vorstellen? Ja, das ist möglich. Wenn die da schon rumläuft. Oh mein Gott. Seht ihr das? Der hat sich hier verbuggt. Schön. Ich habe dir mal geholfen. Drehst du dich jetzt auch im Kreis? Jetzt ist er da. Okay. Na dann. Also, Greta. 10 Sims vorstellen. Stopp. Können wir uns dich auch mal vorstellen? Eins. Freundlich vorstellen. Respektvoll vorstellen. Zwei, drei, vier. Oh Gott, noch sechs Sims vorstellen. Krass, wie sollen wir denn das machen? Emil ist zurück. Emil, Hausarbeit machen.
Verbessern das noch und hier verbessern das noch. Dann können wir mit Greta vielleicht noch ein bisschen hier auf Sims-Suche gehen, damit wir uns noch vorstellen können, noch den anderen. Oh, guck mal, da steht auch eine. Freundlich vorstellen, wer bist denn du? Julia Chadwick. Okay. Können wir hier noch ein bisschen laufen und gucken, ob hier. Oh, was ist denn das? Kann man gar nicht ernten. Wobei das echt schön aussieht. Schade, das wäre toll, wenn man das ernten könnte. Aber die kann man auch nicht ernten. Was ist denn da los? Geht ja gar nichts hier. Nicht schön. Wir lassen sie da mal nebenher noch ein bisschen was graben. In der Hoffnung, dass wir hier noch jemanden sehen. Hallöchen. Fröhlich vorstellen. Dürfen wir das? Können wir hier noch hoch? Mal gucken, wo wir hier überall lang können. Okay, hier ist auch ein Gebäude. Man kann sie hier noch graben. Hallo, da ist ja auch noch jemand. Freundlich vorstellen. Hallo? Hallo? Warum wärst du weg? Nein, 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 nein. So war das nicht gedacht, dass du wegfährst. Wow. Ich habe mir die Gegend hier noch nie so richtig angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Weil ich immer nur zum Studium da war. Unglaublich. Was stand da jetzt gerade? Das Lichterfest hat begonnen. Oh! Stopp! Respektvoll vorstellen, dich kam bei dir haben uns schon vor. Vier. Vier haben wir. Vier. Fünf dann. Sechs. Dann fehlen immer noch vier. Dich können wir auch noch vorstellen. Dich können wir auch noch nicht freundlich vorstellen. Mal gucken, ob das klappt. Dass wir das alles gebacken kriegen. Ich wollte doch gerade sagen, ich habe doch Venny gesehen. Hi, freundlich vorstellen. Das ist schön, dass du herkommst. Was hast du in der Hand? Ein Buch. So, Greta. Wir machen mal hier ein bisschen schneller. 5, 6. Haben wir. Nee, haben wir schon. Wer bist denn du? Lustig vorstellen. Eine noch, komm. Eine kriegen wir hin. Ja. Oder auch nicht. Okay. Aber 6 Leute haben wir uns schon vorgestellt. Das ist schon mal was Gutes. Und ich würde sagen, kann ich mal das so haben, bitte? Ja, es ist zwar dunkel, aber ist okay. Benni, Mama, du die Augen zu. So. Na, ich hätte euch gern drauf, ihr euch zwei Hübschen. So, jetzt. Sehr schön. So, für heute war's das. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn wieder viel war mit Verbessern und so weiter. Und ja, ich hoffe, das nächste Mal wird's besser. Es kommt jetzt da dann auch das Wochenende. Da möchte ich dann zum Beispiel auch den Leo besuchen gehen mit Greta und Emil und noch so ein paar andere. Und dann schauen wir mal,
was die zwei noch so vorhaben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.